Ja, herzlich willkommen zum Pauseninterview. Hier neben mir Marcel Müller, der Topscorer der DEL2. Marcel, heute schon wieder zwei Punkte deinerseits. Erzähl mal unseren jungen Zuschauern zu Hause kurz, sowas trainiert man nicht vor der Playstation. Wie viel musst du da investieren? Wie ist dein Einsatz dort? Ja, tatsächlich habe ich früher ganz, ganz viel mit der Playstation gespielt. Aber ja, wenn man jung ist, sollte man immer Spaß haben am Sport und immer gerne zum Training gehen. Und wenn man halt aufs Eis geht oder in Kraftraum oder Athletiktraining hat, dann halt alles immer geben und dann wird man sehen, was dann daraus wird. Ja, Spaß. Man merkt, ihr habt Spaß. Ihr führt 4-0. Das war nicht ganz der Plan der Eisbären, aber ich denke, das war euer Plan. Seid ihr voll im Soll? Ja, also ich sag mal jetzt, 4-0 ist vielleicht ein Stück zu hoch. Aber ich denke, wir haben gute erste 10 Minuten gespielt bis zum ersten Unterzahl. Dann ist Regensburg ein bisschen ins Spiel gekommen, aber nichtsdestotrotz nehmen wir jetzt die Tore mit in die dritte Pause. Ist klar. Marcel, vielen herzlichen Dank. Viel Glück in den Playoffs. Danke. Und damit geht's ab nach einer kurzen Werbung ins Studio.